So, wichtiger Hinweis. Das folgende Video ist als Diskussion gedacht. Ja, also nutzt bitte, wenn ihr wollt, fleißig die Kommentarfunktion. Meine Meinung dazu bringe ich hier zwar zum Ausdruck, das bedeutet aber nicht, und das ist mir auch klar, dass ich da unbedingt zwingend Recht mit habe. Ja, also wirklich bitte im Hinterkopf behalten, es ist nur eine Äußerung von vielen und was ihr dazu zu sagen habt, würde mich interessieren, würde sicherlich auch die anderen, die sich an der Diskussion beteiligen wollen, sehr interessieren. Und ja, das ist wirklich, ne? Lasst uns doch drüber reden und regt euch bitte nicht allzu sehr drüber auf, wenn euch das, was ich sage, nicht gefällt, beziehungsweise dürft ihr euch schon drüber aufregen, aber ja, dann würde es halt einfach Sinn machen, dass ihr eben entsprechend eine Gegendarstellung, die vielleicht viele Leute überzeugen kann, in die Kommentare schreibt. Also so ist das jetzt hier gedacht, ne? Nicht als Schluck und stirb, sondern als mach dir doch Gedanken zu dem Thema und sei gerne anderer Meinung oder gib mir von mir aus auch recht oder teils, teils oder wie auch immer, ne? So ist das gedacht. Also deswegen absichtlich das, was jetzt kommt, ein bisschen provokant, aber bitte auch nicht persönlich angegriffen fühlen, weil so ist es nicht gemeint. So klingt es vielleicht, weil es ist ein emotionales Thema, klar. Bei euch sicherlich auch, gerade wenn ihr euch dann eben entsprechend angegriffen fühlen solltet. Das weist ja nur darauf hin, dass das für uns alle eben entsprechend ein emotionales Thema ist. Und daher bitte ich um möglichst rücksichtsvollen Umgang mit dem Thema. Also wir können wirklich intensiv diskutieren, aber ohne jetzt beleidigend zu werden oder ähnliches, ne? Da muss ich, glaube ich, nicht sonderlich intensiv darauf hinweisen. Das ist ja sowieso klar. Gut, dann freue ich mich, was ihr dazu dann zu sagen habt. Hab's extra noch ein bisschen gekürzt. Ursprünglich war der Monolog noch erheblich länger. Aber damit das jetzt auch, ja, einfach zu gucken und einigermaßen übersichtlich ist, auf, naja, vertretbarer Länge. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte mich mal ein bisschen zum Thema Survival, Notfall, Krisenvorsorge, Gedönse und so weiter und so fort und wie wichtig diese entsprechenden Fähigkeiten bzw. das Horten von entsprechender Ausrüstung jetzt eigentlich wirklich ist oder sein sollte, auslassen. Dazu inspiriert haben mich ein paar interessante Kommentare, die so im Laufe der Zeit zusammengekommen sind. Manche sind recht frisch, andere sind dann wieder ein bisschen älter. Und ich habe jetzt einfach mal eine kleine Auswahl sinngemäß rausgesucht, nicht den korrekten Wortlaut, nur so sinngemäß. Zunächst mal, da gab es jemanden, der sich bei meiner Ultralight-Wanderaktion darüber beschwerte, dass ich nur ein minimales Erste-Hilfe-Kit dabei habe mit der Begründung, was soll denn bitte in Deutschland passieren? Ja? Du musst eine stark blutende Wunde so lange stillen können, bis du es schaffst, irgendwo hinzukriechen, wo dich jemand findet, der dann den Rettungsdienst ruft, sofern du nicht sowieso Handyempfang hast oder zumindest genügend Handyempfang, um in irgendeinem Handynetz einen Notruf loszuschicken, weil der Notruf funktioniert ja in beliebigen Handynetzen. Diese Notruffunktion, die jedes Telefon in irgendeiner Form hoffentlich besitzen sollte. Ja, also ich halte es für wahnsinnig unwahrscheinlich, dass man es wirklich schafft, irgendwo in Deutschland in eine Situation zu geraten, in der man nicht irgendwie gefunden, gerettet oder sonst irgendwie werden kann, sofern man sich nicht absichtlich irgendwo hinbegibt, wo man so weit weg wie irgendwie nur möglich von anderen ist. Ja? Und das tut man ja nicht unbedingt, wenn man eine Trekkingtour macht, sondern das mal auf Wanderwegen im Regelfall. Es sei denn, du machst eine Ultralight-Wildnis-Trekkingtour in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber na, nur theoretisch. Jedenfalls hielt er es für unglaublich unrealistisch, beziehungsweise war wahnsinnig gefährlich, nicht mit einem Maximum an toller Notfallausrüstung im deutschen Wald unterwegs zu sein, der ja so unglaublich wild und gefährlich ist. Und das hat mich schon ein wenig zum Nachdenken angeregt. Und ich möchte diesen Kommentar auch gleich mal jetzt nochmal weitergehend beantworten, indem ich darauf hinweise, wenn du in Deutschland im Wald tatsächlich eine Notsituation gerätst, ja, und du bist wirklich in Not und du willst jetzt, dass man dich rettet und du hast Angst um dein Leben. So, nehmen wir an, du kannst noch laufen, dann machst du Folgendes. Du läufst in irgendeine Richtung, völlig egal. Irgendwann kommt eine Rückegasse. Ja, das ist ein nicht befestigter Pfad im Wald. Den läufst du entlang, dann kommt irgendwann eine Forststraße. Die läufst du entlang, dann kommt irgendwann eine asphaltierte Straße. Ja, das mag vielleicht ein paar Kilometer dauern, aber lauf einfach langsam und stetig und dann kommst du da irgendwann hin. So, und dann läufst du die entlang und dann kommst du irgendwann an eine befahrene Straße und dann kommt irgendwann ein Auto und dann stellst du dich auf die Straße im großen Abstand zum Auto und machst diesen und dann wird da jemand halten. So, und die Chancen, dass der dir jetzt sagt, oh, du stinkst, geh weg, ich helfe dir nicht, ich rufe nicht mal die Polizei oder die Feuerwehr für dich, die sind eher gering. Ja? Fertig. Das war eine realistische Notsituation, bei der du noch laufen kannst im deutschen Wald.
Anderes Beispiel, realistische Notsituation, bei der du nicht mehr laufen kannst im deutschen Wald. Dann musst du halt tatsächlich so lange rumliegen und du musst schon wirklich enorm Pech gehabt haben, wenn du irgendwo liegst, wo niemand vorbeiläuft, wo es wirklich kein Wanderweg ist oder keine Vorstraße, wo jemals irgendwer vorbeikommt. So einmal pro Tag sollte doch auf den meisten Vorstraßen irgendwann mal irgendwer vorbeikommen in Deutschland. Erfahrungswert. Und wenn nicht, dann musst du halt irgendwie versuchen, tatsächlich irgendwie dahin zu kriechen, wo zumindest eine höhere Chance besteht, dass da ja mal irgendwann jemand vorbeiläuft. Und da musst du irgendwie auf dich aufmerksam machen, indem du zum Beispiel eine Trillerpfeife dabei hast. Wenn du keine Trillerpfeife dabei hast, dann musst du halt eben noch rufen. Wenn du nicht mehr rufen kannst, ja, dann ist es sowieso dann irgendwann mal zu spät. Und dann helfen dir auch Survival-Skills im Übrigen nicht mehr. Und auch eine tolle Survival-Ausrüstung hilft dir dann nicht mehr viel, wenn du irgendwo sowieso nur noch rumliegst und nicht mehr bewegungsfähig bist. Ja, dann kannst du nämlich auch nicht ein Shelter bauen, falls du eins dabei hast. Und mit Erste-Hilfe-Material kannst du dich vielleicht verbinden. Vielleicht kriegst du das noch hin mit deinen ersterbenden letzten Reflexen. Und dann dauert es ein bisschen länger, bis du verblutet bist. Aber das wirst du dann trotzdem. Da ist es dann also auch schon egal, was du an Erste-Hilfe-Material dabei hast. Ja? Und dieses Szenario, also das, mit dem du stirbst langsam vor dich hin, wenn dich keiner rettet, setzt außerdem noch voraus, dass du A, entweder kein Handy dabei hast oder B, tatsächlich dummerweise auch noch in einem Funkloch liegst. Und zwar einem hundertprozentigen Funkloch, weil oft ist die Notruffunktion, die unsere Handys so haben, die nutzt ja jedes verfügbare Netz. Ja, also wenn irgendein Handyempfang da ist, von scheißegal welchem Anbieter, dann klappt das. Und das geht dann doch meistens. Da muss man sich schon große Mühe geben, dass man irgendwo in irgend so einem kleinen eingeschlossenen Tälchen liegt, wo es null Handyempfang gibt. So, das war jetzt realistisches Survival in Deutschland. Muss man also, wenn man in eine richtige Notsituation gerät, in Deutschland ein Feuer machen können? Ne. Muss man großartig super toll orientieren können? Ne. Lauf irgendeinen Weg entlang, immer nur möglichst den gleichen Weg und nicht versuchen, einigermaßen nicht im Kreis zu laufen. Ja? Das ist übrigens in den Bergen sehr einfach. Geh immer runter. Ja, wenn du nicht in den Bergen bist, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil du da nicht einfach immer nur runtergehen kannst. Da muss man tatsächlich ein bisschen gucken, dass man grob in Richtung der Sonne läuft. Und das nicht den ganzen Tag, sondern dran denkt, dass die Sonne einen gewissen Bogen beschreitet. Aber immerhin läuft man da nie nach Norden. Also man läuft immerhin nicht im Kreis, wenn man immer zur Sonne läuft. Wenn keine Sonne zu sehen ist, ja, irgendwann hast du halt dann Pech. Dann musst du tatsächlich so ein ganz kleines bisschen einen Orientierungssinn haben, der dir ermöglicht, so grob in die gleiche Richtung zu laufen. Wäre eine Option. Wenn du dann irgendwann übrigens an einen Bach kommst, noch eine andere Option. Wenn es tatsächlich keine Straßen gibt, nimm einen Bach. Lauf den Bach entlang. Kommst du irgendwann zu einem Fluss, lauf den Fluss entlang oder lauf im Fluss von mir aus, wenn das bequemer ist. Dann kommst du irgendwann zu einem großen Fluss. So, und wenn du jetzt bis dahin noch kein Dorf gefunden hast, dann möchte ich gerne wissen, wo in Deutschland so ein Ort bitte sein soll. Ja? Das ist einfach, wir sind hier in Deutschland. Aber vielleicht machst du ja eine Ultralight-Tour irgendwo außerhalb von Deutschland, wo offensichtlich irgendwie ganz viel Wildnis ist und so weiter und so fort, dann gelten genau die gleichen Regeln. Wenn es krasse Wildnis ist, die ohnehin besonders lebensfeindlich ist, in Anführungszeichen, dann hast du ohne Ausrüstung ohnehin keine Chance. Also wenn aus irgendwelchen Gründen eine Ausrüstung kaputt ist oder du in irgendwelchen Gründen verletzt bist oder sonst irgendwas ist, dann hast du tatsächlich wenig Chancen, da jetzt noch groß irgendwie lebend rauszukommen, ohne einen Notruf abzusetzen. Und egal wie viele Survival-Fähigkeiten du besitzt, du wirst einen Notruf absetzen müssen, wenn du da verletzt und nicht mehr bewegen kannst etc. pp. Und solange du dich bewegen kannst, bei also einem mittleren Notfall, wo du die Wildnis wieder verlassen musst und zurück in den wohlig warmen Schoß der Zivilisation kriechen musst, dann genau das tun. Na? Im Grunde ist es wirklich so einfach. Andere Skills wie noch ein Feuerchen machen, wie einen Shelter bauen, eine Hütte bauen etc. pp. Das ist alles sinnvoll, aber das brauchst du im Grunde nur dann, wenn du dich tatsächlich irgendwo so sehr in der Wildnis befindest, dass an ein Rausmarschieren nicht zu denken ist, unter den momentanen Bedingungen, jedenfalls nicht an ein Rausmarschieren innerhalb von kurzer Zeit, also meinetwegen 48 Stunden, sondern du musst da wirklich zwischendurch übernachten. Und dann sind natürlich so Skills wie Feuer machen etc. pp., um dich zu erholen, um eine Möglichkeit zu haben, ein bisschen zu schlafen, dann sind die wichtig. Und dann sind die auch nützlich. Und klar kann man die lernen, und das ist ja auch ein schönes Hobby und das ist auch alles toll, aber man sollte wirklich nicht
diese Sachen total überbewerten. Realistisch ist, du läufst raus aus der Wildnis oder im Fall von Deutschland aus dem Wald. So. Außerdem muss man sich dann nochmal fragen, nach persönlichem Lebenswandel. Ja? So wie du dein Leben durchschnittlich führst. Wie realistisch ist es, dass du in der Wüste überleben musst? In meinem Fall überhaupt nicht. Ich würde zwar gerne mal die Wüste mal so ein bisschen besuchen, aber dass ich da in irgendeine Situation komme, in der ich in der Wüste alleine überleben muss, wie soll das gehen? Da müsste man mich schon entführen und in der Wüste absetzen. Und wer hat davon was, mich zu entführen und in der Wüste abzusetzen? Hm? Warum sollte das jemand tun? Das war jetzt keine Aufforderung. Ah! Gleiches wie, ja, für mich ist Arctic Survival schon so ein bisschen interessant, also Arktis, ne? Weil ich da ja tatsächlich freiwillig hingehe. Wenn ich das aber nicht tun würde, dann müsste ich mich auch einen Scheiß damit auseinandersetzen, wie man denn bitte in den arktischen Lebensräumen großartig klarkommt, ne? Da müsste man sich vielleicht bestenfalls noch mit dem deutschen Winter auseinandersetzen, wie du im deutschen Winter einigermaßen klarkommst. Ja, oder du musst von mir aus dich mit Dschungel-Survival nur dann auseinandersetzen, wenn du vorhast, überhaupt mal den Dschungel zu betreten. Wenn du das dein Leben lang gar nicht planst, wenn du grundsätzlich sowieso immer nur Urlaub auf Malle machst und hier Ballermann etc. pp., das wird kein einziger meiner Zuschauer sein, aber ich sag ja nur theoretisch oder sonstigen Hotelurlaub, man kann zum Beispiel super nach Dubai fliegen, um da im Hotel zu übernachten die ganze Zeit und nur am Hotelpool zu liegen die ganze Zeit und das Hotel eigentlich gar nicht zu verlassen, außer wenn man zum Flughafen will, um wieder zurückzufliegen. Ich halte solche Urlaube für grauenvoll. Das ist Folter. Da würde man mich töten mit sowas. Ja? Oder auch nur zum Strand von sonst wo. Hallo, das ist ein scheiß Strand. Man muss nicht nach sonst wo fliegen, weil es da den schönsten weißen Strand gibt, der dann derartig überfüllt ist mit Leuten, dass du nirgendwo irgendwas vom Sand siehst, weil überall Handtücher liegen oder sonst was. Also kann ich mich jetzt drüber aufregen, aber nein. Machen wir jetzt im Übrigen auch nicht. Ne? Also, wie realistisch ist es, dass man Survival können muss? Gar nicht. Ne? Meiner Meinung nach nahezu gar nicht. Außer man hat entsprechende Hobbys, die einen in solche Situationen bringen. Wenn man da aber nicht hingeht, wenn du Stadtbewohner bist und das bleiben möchtest und Malle-Tourist und etc. pp., brauchst du dann Survival-Fähigkeiten, sind wir mal ehrlich? Nee, wozu sollen die da sowas können? Das werden die ihr Leben lang nicht brauchen. Es sei denn so, und jetzt kommen diejenigen, die auf den Weltuntergang warten. Ja? Und ich bin mir ehrlich gesagt persönlich, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es zu meinen Lebzeiten noch Situationen geben würde, in denen so große Katastrophen passieren, dass dann irgendwelche Survival-Fähigkeiten vielleicht gar nicht so doof sind. Ja? Vielleicht. Interessant ist, dass die meisten Leute, die über sowas nachdenken, dann behaupten, sie wünschen sich das ja nicht. Sie möchten das überhaupt nicht haben, aber sie bereiten sich trotzdem mal drauf vor. Das glaube ich niemandem. Das glaube ich wirklich niemandem, der das sagt. Wenn du dich auf sowas vorbereitest, dann spielst du da alle möglichen Szenarien im Hirn durch. Dann hast du irgendwie eine gewisse positive Assoziation der Apokalypse. Das glaube ich wirklich niemandem, dass der aus großer Angst vor so einer Situation sich da alle möglichen Szenarien durchspielt und keinen Spaß dabei hat, sich zu überlegen, wie das sein könnte etc. pp. Und sobald du dabei ein bisschen Spaß hast, glaube ich dir nicht, dass du wirklich dir nicht zu einem ganz, ganz kleinen Teil deiner selbst sowas auch wünscht. Das glaube ich einfach nicht. Na? Kannst jetzt sagen, ist aber wirklich so. Okay, ja. Aber und wer sich vorstellen kann, dass tatsächlich mal so eine größere Katastrophe eintritt oder viele kleine, für den sind dann solche Sachen plötzlich mal schon irgendwie ganz interessant, ja? Und dann kann es auch spannend sein, sich darüber Gedanken zu machen, wie man denn völlig abgeschnitten von der Zivilisation oder jede Unterstützung durch die Zivilisation klarkommen könnte. Ja? Und das ist so das, was mich interessiert bei dem ganzen Survival-Kram. Also wenn ich irgendwelche Survival-Techniken lernen möchte, dann sind das im Regelfall wirklich Dinge, die auch dann nützlich wären, wenn es gar keine Zivilisation im Hintergrund gibt. Weil solange die noch existiert, Survival-Maßnahme Nummer 1, zurück in die Zivilisation, das wird dir geholfen. Lediglich, wenn die gar nicht da ist oder man unglaublich weg davon ist, also expeditionsartige Reisen unternimmt, dann wird es interessant. So.
Ich finde, das sollte man sich so ein bisschen klar machen. Aber ich wollte ja eigentlich auf Kommentare eingehen. Das war jetzt also diese Sache mit dem ohne Survival-Kit kannst du doch niemals vor die Tür gehen. In Deutschland. Gut, das nächste, da hat sich jemand beschwert. Mein Survival-Training, was ich mal gemacht habe. Ich hatte mal so ein kleines Survival-Training zum Nach- und Bessermachen, so heißt es, glaube ich. Absolvierte schon eine ganze Weile her, hatte da Mord Spaß bei und ich werde auch bald mal nochmal ein anderes machen. Aber, was heißt bald? Also es ist geplant. Ich habe zurzeit nicht so viel Zeit, aber mal gucken, wie es hinkommt. Jedenfalls hat der sich darüber beschwert, dass ich da auf Wegen rumlaufe. Das ist ja unrealistisch. Gleiches Szenario, ja? Bei welcher Katastrophe in Deutschland verschwinden bitte unsere Wege? Was soll denn passieren für einen Survival-Notfall, bei dem du dich nicht mehr auf Wegen bewegen kannst? Ein Erdbeben, das Wege zerstört? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Selektives Wegezerstörerdbeben. Oder nehmen wir jetzt mal tatsächlich an, da gibt es ja auch so Leute, die davon ausgehen, irgendeine feindliche Macht, Land XY, ja, völlig wurscht was, greift hier an, ja, und kommt auf die Idee, Deutschland anzugreifen. So, beispielsweise Deutschland. Wenn ihr in der Schweiz sitzt oder in Österreich, okay, in der Schweiz, ihr habt Bunker. Ihr habt Bunker, ihr geht in eure ausgeholten Berge und alles ist gut. Aber für alle anderen, die nicht die Schweiz sind, Entschuldigung, war nicht böse gemeint, ja, ich muss hier nur wieder einen Schweizwitz machen, allein schon wegen meiner Freundin, damit sie nicht so Heimweh hat. So. Jedenfalls, alle anderen haben halt dann die Möglichkeit, sich im Wald zu verstecken, ja? Und dann dürfen sie auch nicht Wege verwenden, weil dann werden sie ja zu schnell aufgeklärt und sie könnten entdeckt werden und dann kommt der Feind und so weiter und so fort. So, jetzt folgende Frage. Welches Interesse hat welche Nation auch immer, die auf die Idee kommt, Deutschland anzugreifen, bitte daran, irgendwelche kleinen Zivilistenwürstchen, die in keinster Weise für irgendwas wichtig sind, im Wald zu verfolgen? Ja? Was kratzt es eine Macht, die uns jetzt erobert, ob da jetzt irgendwelche Zivilisten noch im Wald rumspringen oder nicht? Hä? Warum sollte die das interessieren? Haben die nichts Besseres zu tun, als jetzt haufenweise Soldatenpatrouillen in den Wald zu schicken, um dort Zivilisten zu fangen? Zivilisten werden normalerweise nicht mal inhaftiert. Habt ihr schon mal einen Krieg mitbekommen, ja? Die Zivilbevölkerung hält man da, soweit das irgendwie möglich ist, raus. Macht man bisher so. Allein schon aus dem einfachen Grund, dass du nicht mit 80 Millionen Soldaten hier anrückst, sondern höchstens mit, weiß ich nicht, sagen wir mal 2 Millionen, keine Ahnung. Einfach mal, um eine Zahl zu nennen. So, jetzt rennen hier aber noch 80 Millionen Zivilisten rum. Willst du die überall im Weg stehen haben? Willst du, dass die überall rumrennen und dir auf den Keks gehen und so weiter? Willst du nicht. Du willst die nach Möglichkeit zu Hause lassen. Ja? Dass sie dann daheim schön bleiben und da irgendwie nicht weiter nerven. Das heißt, du hättest als Zivilist immer die Möglichkeit, daheim zu bleiben und nicht weiter zu nerven, wenn irgendwelche feindlichen Truppen einmarschieren. Ja? Da gibt es Leute, die noch leben, die einem genau sowas erzählen können, was tut man, wenn feindliche Truppen, also ja, oder auch Befreiungstruppen, kann man sich jetzt streiten, wie man das sehen möchte, eben entsprechend einmarschieren. Man bleibt daheim und macht nichts. So, ganz einfach. Ja, und wenn sie die Hühner haben wollen, dann macht man ihnen lieber, so wie meine Urgroßmutter müsste es sein, ja, dann macht man ihnen lieber eine riesige Pfanne Rührei mit Speck, damit sie die Hühner leben lassen und sagt, sie können jederzeit wiederkommen, um eine riesige Pfanne Rührei mit Speck zu kriegen, damit sie ja die Hühner leben lassen. Mit sowas kann man umgehen und mit sowas kann man mit den Leuten interagieren, die tatsächlich als feindliche Macht irgendwo einmarschieren. Ich meine, wir sind erobert worden, es ist noch nicht so lange her. Es gibt dazu wirklich noch Augenzeugenberichte. Warum hat sich irgendwer im Wald versteckt? Vielleicht. War das sinnvoll? Sicher nicht. Und nochmal, warum zum Geier keine Wege verwenden? Wenn du die ganze Zeit im Unterholz rumstapfst, ja okay, dann entdeckt dich vielleicht keiner, aber du hast ein um als zehnfache höheres Verletzungsrisiko, mindestens das 20-30-fach höhere Verletzungsrisiko, du kommst dauernd mit Zecken in Kontakt, ab einer gewissen Zahl von Zecken gibt es irgendwann auch Borreliose, selbst wenn du dann noch so vorsichtig bist und sonst so wenig von denen hast, aber irgendwie ist es einfach ein zusätzliches Risiko, außerdem kommst du nicht vorwärts abseits der Wege, selbst wenn man ein erfahrener Waldläufer im Sinne von Querwald ein durch den Wald laufen ist, dann schafft man vielleicht 2-3 km/h. Auf dem Waldboden, ja, durchschnittlich. Es gibt da Stellen, da kommst du nur mit einem halben km/h vorwärts, teilweise sogar noch langsamer, je nachdem, wo du da gerade durchbrechen möchtest. Auf dem Weg schaffst du als einigermaßen flotter Spaziergänger 5,
Wenn du nicht groß viel Gepäck dabei hast, kannst du sogar 6 schaffen. Und wenn du mal wirklich flüchten willst und Strecke machen willst und es dir einfach nur darum geht, Entfernung zurückzulegen, dann kannst du auch rennen. Das solltest du im Waldbestand sein lassen. Das kannst du da zwar auch, aber da haben wir wieder das Verletzungsrisiko. Also, realistisches Survival-Szenario ohne Wege? Doof. Ganz, ganz doof. Das hat nichts mit Realismus zu tun. Das ist dann bloß ein zusätzlich schwieriger gemachtes Spielchen. Das ist ein Spielfeld dann quasi. Hat nichts mit Realismus zu tun. Überhaupt nichts. Keine Ecke der Welt kommt komplett ohne Wege aus. Ja? Außer du bist derartig in der Wildnis, dass wir dann wieder, dass du dir dann auch wieder keine Sorgen machen musst, dass dich irgendwer entdeckt, weil du völlig ab vom Schuss bist. So. Dann noch ein Kommentar. Machen wir erstmal einen Schnitt. Das war jetzt eine ganz andere Richtung. Dieser Kommentar, der ist nicht negativ zu verstehen, sondern den halte ich für sehr, sehr, sehr klug. Und ich möchte das mal aufgreifen, was da gesagt wurde. Und da ging es nämlich darum, dass wer sich im Wald versteckt, bei irgendwelchem Notfall XY, was auch immer, der muss wohl sehr verzweifelt, einsam, Single und ohne Familie sein, dass er das machen kann. Oder ein Arschloch. Diese Optionen gibt es. Weil, wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, einen anderen Menschen, den du irgendwie wichtig findest, bei dem du Wert darauf legst, dass der weiterlebt, ja? Und es kommt eine große Katastrophe, die tatsächlich lebensgefährlich für uns alle ist. Und dann rennst du in den Wald und versteckst dich da. Und dann hockst du da und freust dich, yay, ich bin im Wald, ich bin in Sicherheit. Warum auch immer das unbedingt der Fall sein muss, dass du im Wald jetzt mehr in Sicherheit bist als in deinen eigenen 4 Wänden. Weil so ein Haus, ja, immerhin regnet es da schon mal im Regelfall nicht rein. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, sich wasserdicht im Wald zu verpacken, wer da mal längere Zeit im Wald war, hat mal irgendwann vielleicht begriffen, dass das gar nicht so einfach immer ist. Jedenfalls... Wenn es dann auch die ganze Zeit immer nur regnet, nehmen wir an, die besagte Katastrophe wäre eine Flutkatastrophe, ist gar nicht so cool im Wald. Ja, aber davon abgesehen, du hockst jetzt im Wald und dir geht's gut, angenommen. So, und alle, die dir irgendwie mal was bedeutet haben, hocken da jetzt weiter in der Katastrophe. Es sind, wie in meinem Fall zum Beispiel, mein Freundeskreis ist ja überwiegend weiblich und die meisten von denen, bis auf diejenige, die bei der Schweizer Armee, jetzt langsam dann nicht mehr, aber jedenfalls da sehr lange rumgerannt ist, die kann wahrscheinlich selber auf sich aufpassen, behaupte ich jetzt mal. Die anderen, und Evelyn natürlich, die kann das sowieso alles, was ich kann, kann die auch. Der Rest, das sind alles mehr so Zivilisationsmädels. Ich müsste also quasi, wenn ich jetzt versuchen wollte, bei einer riesigen Katastrophe, um mit meinem Gewissen weiter leben zu wollen, müsste ich mir irgendwie ein Auto schnappen und versuchen, möglichst all meine Mädels irgendwo einzusammeln. Weil die Kumpels, die können auch wieder auf sich aufpassen. Das sind dann auch wieder so Leute, die auch einen gewissen Waldbezug haben. Und da muss man sich nicht drum sorgen, die können das selber. Aber meine Mädels, die sind im Regelfall relativ unfähig, was sowas angeht. Ich mag sie trotzdem. Und die müsste ich tatsächlich einsammeln. Und nur das wäre ein Fluchtszenario, mit dem ich leben könnte emotional. Weil wenn ich irgendwie mich selber in den Wald schlage, von mir aus noch die Evelyn mitnehme, okay. Aber dann sind trotzdem meine engsten Freundinnen nach wie vor irgendwo da draußen im Martyrium und haben keine Ahnung, was sie tun sollen und wissen nicht, wie sie klarkommen sollen und wir hocken im Wald und freuen uns des Lebens. Wenn es nicht anders geht, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist und ich keine Chance sehe, da irgendwie hinzukommen und es wenigstens geschafft habe, meine Freundin mit in den Wald zu nehmen und dann jetzt da zumindest nicht ganz allein in Sicherheit bin. Okay, aber was soll ich mit einem Fluchtszenario, bei dem ich alleine in den Wald renne und dann völlig ohne die Leute, die mir wichtig sind, bin? Das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht, wozu das gut sein soll. Also, heißt Flucht, Bug-Out-Pack dabei haben und meinetwegen einen Prepper-Bunker irgendwo im Wald für eine Person ausgelegt haben, etc. pp. Und so weiter. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Zumal noch dazu kommt, selbst wenn du jetzt sagst, du sammelst alle Personen, die dir wichtig sind, ein und nimmst sie mit in den Wald zum Flüchten, hast du noch Eltern? Die sind gegebenenfalls alt. Wird schwierig, die in den Wald zu kriegen. Ja? Die sollen dann auch einen Bug-Out-Bag den Berg hochtragen oder sowas. Schwierig. Schwierig. Hast du Kinder? Sollen die auch einen Bug-Out-Bag tragen? Sind die vielleicht noch klein? Schwierig. Und selbst wenn ich jetzt meine Mädels retten wollen würde, habe ja keine Kinder. Noch nicht. Nächster Punkt ist, wollen die überhaupt in den Wald? Haben die da Spaß? Nein, haben die nicht. Das heißt,
ich müsste dann erst noch überreden, mit in den Wald zu kommen und so weiter und so fort. Also irgendein, also was auch immer bei einer Katastrophe passieren würde, aber irgendwie im zivilisationsnahen Bereich bleiben und für meine Lieben da zu sein, wäre auf jeden Fall sinnvoller, als jetzt Hals über Kopf in den Wald abzuhauen und schon gar nicht mit einem eben Fluchtrucksack, den man eben schon bereitstehen hat, dass man ohne auch nur eine Sekunde Zeit zu verlieren diesen Rucksack grabben kann und rausrennen und sofort flüchten in den Wald, weil was immer auch passiert. Ne? Ich sehe da keinen Sinn. Aber vielleicht kann mir das jemand erklären. Oder es ist halt, ihr seid wirklich Single, habt keine Freunde und seid einsam und verzweifelt, dann bitte, dann gerne. Das verstehe ich dann ja. Das ist ja dann in Ordnung. Aber bin ich nicht. Ne? Weder das eine noch das andere. Ja, das wäre es im Wesentlichen gewesen. Zettelchen ist leer. Hat mir ein paar Stichpunkte gemacht. Jetzt wollte ich noch kurz was zu dem ollen Rucksack erzählen, weil ich gemeint habe, den Rucksack, dazu gibt es noch eine Philosophierunde. Das machen wir in einem kleinen Extra-Video. Kommt jetzt.